Quelques instants, nous serons dans les coulisses du théâtre où doit se jouer Ariadne. Les témoins de l'émoi causé par les exigences du maître de maison. Faire suivre Ariadne d'une comédie légère, puis mêler les deux genres. Bientôt apparaîtront les personnages de ce petit monde théâtral. Le ténor qui invective contre son perruquier, la prima donna toujours prête à prendre de grands airs, le vieux maître de musique, qui conseille à son élève le compositeur d'être raisonnable, le maître de danse qu'enchante l'idée des entrechats qui égayeront la triste histoire d'Ariane. Puis, les comédiens de la farce à l'italienne, Arlequin, Scaramouche, Truffaldin, Brighella, et surtout l'aimable Zerbinetta. Zerbinetta, contraire d'Ariane. Elle fait l'éloge des fidélités successives. Par sa coquetterie, l'enjôleuse persuadera le compositeur d'accepter le traitement qu'on impose à son œuvre. Ariadne auf Naxos est chantée en allemand. Seul, l'intendant du palais s'exprime en français. Quant au rôle du compositeur, curieusement, Richard Strauss l'a écrit pour voix de femme. Justement, le compositeur va entrer en scène aux prises avec un laquais qui se moque de lui. Auch hin soll. Nun, wo ich gleich sein werde, anstatt mich da mit ihnen aufzuhalten. Wo ist es? Sei nicht wahr. Jetzt, eine Viertelstunde vor Anfang meiner Hunger, mein Essen. Wenn ich sag bei der Tafel, so mein ich natürlich bei der herrschaftlichen Tafel, ist beim Musiker tätig. Was soll das heißen? Ausspielen tun sie. Capito, sieht also für sie der tatsächliche Sprache. So werde ich mit der Modelle die Haare verlieren. Er ist nicht die Demoiselle drin, die sie suchen. Die jüngere Modelle aber, die hier
Schrecken ist, ist für sie jeden Tag nicht zu sprechen. Weißt du, wer ich bin? Ihnen zu erröten. Ach, der Herr leicht ein Stück Schreibpapier, hätte mir gern was aufnotiert. Ich vergesse nämlich gar leicht. Kann nicht dienen. Etwa der Ruhr kommen wir daran, hätte mir keine Träne mehr kosten, die Herren wieder vorn zu machen, wenn sie nicht jetzt nicht eintreten, sie ist beim Frisieren. Ist es wir haben Mademoiselle die Obese langweilt, wie die Rücken, was die Einfälle anmacht. So steckt in meinem linken Schuhabsatz eine Melodie, als in diese ganzen Ariadne auf Naxos.